des HC Linzer G in die Saison 2024-25. Nächstes Mal möchte ich euch den neuen Kapitän des HC Linzer G vorstellen, Moritz Bachmann. Moritz, es geht wieder los. Ich nehme an, mit großer Motivation bei euch, oder? Ja, die Saison hat bei uns schon vor 5 Wochen begonnen. Wir sind mittendrin und jetzt vor dem ersten Meisterschaftsspiel, vor dem Supercup, ist natürlich die Motivation so hoch wie noch nie und wir wollen uns den ersten Titel holen. Mit welchen Gefühlen geht man denn als Meister in so eine Saison? Ja, eigentlich mit einer großen Vorfreude, aber man weiß, wie hoch der Druck jetzt ist. Man ist der Gejagte und umso härter arbeitet man dann auch. Und heuer mit so einer großen Kaderumstellung ist schon ein mulmiges Gefühl, aber trotzdem die Vorfreude ist übermäßig groß. Die weiße Auswärtsdress ein bisschen mehr gefällt, weil weiß einfach eleganter ist, aber ich muss sagen, schaut schon ganz in Ordnung aus. Sehr fesch. Dann holen wir die weiße Auswärtsdress in Form von Co-Kapitän Lucian Fizzoletto auch zu uns auf die Bühne. Und die 3 Tormänner bitte auch zu uns. Neu auf diesem Dress ist einer unserer neuen Premium-Sponsoren, das ist Rapso. Und daher darf ich jetzt den Manager Uwe Schneider zu mir auf die Bühne bitten. Ja, herzlich willkommen beim Saison-Kickoff, den wir heuer erstmalig da in Augs durchführen. Es kommt ja, finde ich, eine großartige Geschichte, dass wir das da eigentlich voll machen und dass wir nach Schattenplätzen suchen, ist sicher ein schönes Zeichen. Ja, wie die Sabine gesagt hat, neben den langjährigen und altbekannten Sponsoren, die uns immer die Treue gehalten haben, auch in schwierigen Zeiten, ist es natürlich super, dass wir denen im letzten Jahr mit dem Meistertitel einiges zurückgeben konnten. Rapso ist ein Traditionsunternehmen aus Oberösterreich, das meiner Meinung nach sehr viele Werte da transportiert, die auch den HC Linzer G auszeichnen, und ich möchte gern mich auch da im Namen von unserem Verein beim Andreas Birschl, dem Vorstand der Rapso GmbH, Geschäftsführer der Rapso GmbH bedanken, beim Vorstand Robert Berger und bei der Melanie Pfeiffer, die sind heute auch bei uns, und würde gerne den Andreas bitten, dass er auch ein paar Worte zur Partnerschaft hat. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Andreas Birschl, bin Vorstand in der Vog AG und Geschäftsführer der Ölmühle Rapso in Aschach an der Donau. Was hat HC Linz und die Ölmühle in Aschach an der Donau gemeinsam? Wir sind beide eine oberösterreichische Erfolgsgeschichte. Auf der einen Seite haben wir den amtierenden österreichischen Meister, an dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation. Und Rapso ist das stärkste Öleinzelprodukt in Österreich und in Deutschland, laut Nielsen. Und wo Rapso draufsteht, ist Österreich drinnen, das heißt, die gesamte Wertschöpfung ist in Österreich. Warum sponsern wir den HC Linz? Ein ehrlicher Sportort verdient ein ehrliches Produkt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, nachdem in ganz Österreich Hinz und Kunz Fußball und Skifahren finanzieren, und sehr viele andere ehrliche Sportarten auf der Strecke bleiben, haben wir uns zum Ziel gemacht, hier mit dem HC Linz eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Und wir wünschen eine erfolgreiche Saison, weil euer Erfolg ist auch unsere Medienpräsenz. Alles Gute! Erinnern, dass wir am Wochenende den Supercup haben, und mich würde es total freuen, wenn uns so viele Leute unterstützen und uns anfreuen, dass wir uns den nächsten Titel einfach holen. Und der Kisi darf jetzt auch noch was sagen. Das Buffet ist eröffnet.